Heute geht's weiter mit den marokkanischen Rezepten. Und zwar zeige ich, wie Fatma diesen wunderbaren Auberginensalat gemacht hat. Das ist eigentlich mehr so eine Art Brei, kann man sagen, oder Püree. Und den gibt's da überall. Und er schmeckt einfach unglaublich würzig und toll. Kann man gar nicht genug von kriegen. Und da ist auch ein spezielles Gewürz drin, was auch sehr, sehr häufig verwendet wird. Nämlich hier dieses Paprika-Pulver. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Das wird nämlich auch aus einer getrockneten süßen Paprika gemacht. Die sind kleiner und es ist irgendwie feuchter. Also ein ganz tolles Zeug. Ich habe das jetzt auch schon mehrfach woanders verwendet. Und ich habe das dann nachgemacht, das Rezept. Ein bisschen anders, steht auch in dem Rezept drin. Und ich finde, es sah eigentlich sehr ähnlich aus und hat genauso gut geschmeckt. Einfach eine super gute Sache und nicht kompliziert. Salouk nennt sich das Gericht in Marokko. Und für eine Portion nimmt Fatma zwei Auberginen, die sie so streifig schält. Ich finde ziemlich dick. Die wäscht sie dann ab, wie sie überhaupt alles abwäscht, und schneidet sie dann in Scheiben und dann in Würfel. Als nächstes nimmt sie sehr viele Knoblauchzehen und tut sie in den unteren Teil eines Dampfkochtopfs. In den oberen Teil kommen dann die gesamten gewürfelten Auberginen. Und dann wird das ordentlich gekocht. Deckel drauf und zwischendurch immer mal wieder geguckt, wie weich die sind. Also sie sollen anscheinend wirklich sehr, sehr weich sein. Wenn man sie so ein bisschen zerdrücken kann, dann werden sie abgeschüttet. Dann nimmt sie die Knoblauchzehen aus dem unteren Teil des Kochtopfs und zerdrückt die, also die aus der Schale raus, zu den Auberginen dazu. Die sind auch ganz weich inzwischen. Dann kommt der Kochlöffel und sie zerdrückt diese ganze Sache zu einer Art Brei. Dann kommen zwei große Fleischtomaten, die sie quer schneidet und dann mit dem Daumen den Glibber rausdrückt. Das kommt mir sehr zugute, weil ich diesen Tomatenglibber nämlich überhaupt nicht mag. Diesen Trick werde ich mir auf jeden Fall merken. Das ist das Tolle am Kochen, man lernt doch immer was dazu. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie mit diesen Tomatenhälften dann anfängt. Und was sehe ich? Sie werden gerieben. Und zwar so, dass das schiere Fruchtfleisch ohne Kerne und alles in die Pfanne kommt und die Haut übrig bleibt, ohne sich die Finger zu verletzen. Die Marokkaner mögen anscheinend diese Schale von der Tomate gar nicht. Die wird immer weggemacht. Und das ist das, was von den zwei Fleischtomaten übrig bleibt. Nicht gerade viel. Dazu kommt dieses wunderbare Paprikapulver, nicht zu wenig. Und als nächstes Gewürz der Kreuzkümmel, der Kumin, der eigentlich immer dabei ist. Und dann noch etwas Pfeffer. Kommt noch Olivenöl dazu. Und gehackter Koriander. Natürlich muss jetzt auch noch gesalzen werden. Und dann kommt noch was, und zwar ist das so eine Art Zitronensaftersatz, soweit ich das gesehen habe. Also wir würden natürlich echten Zitronensaft nehmen. Und nun wird die ganze Chose richtig schön wieder gekocht, wie alles hier sprudelnd auf dem Herd und schön verrührt. Wenn die Tomaten so soßenartig eingekocht sind, gibt Fatma die Auberginenwürfel dazu. Und dann wird die ganze Sache wieder richtig ordentlich gekocht. Also wie viele Vitamine da noch drin sind, das weiß man ja nicht so genau, aber es schmeckt jedenfalls gut. Das Tolle ist, ich durfte nämlich dann gleich abschmecken. War ich doch etwas überrascht und ich muss sagen, echt gut. Das Ganze war dann fertig, auch perfekt abgeschmeckt. Und wenn es ein bisschen abgekühlt ist in der Pfanne, dann
tut sie es in so ein Schälchen hinein. Das ist jetzt die Menge, die sie davon rauskriegt. Und dann wird das am Abend zimmerwarm gegessen und schmeckt einfach super.